Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir, who could it be? Stefan BGG de la Podcast-Liga Adelmann. Guten Morgen. Grüß dich. Guten Morgen aus dem Grund, weil wir heute unsere früheste Podcast-Episode, glaube ich, haben. Wir haben noch nie, glaube ich, so früh aufgenommen wie ja, heute. Tatsächlich, ja. Ich merke es auch noch richtig, also ich bin ja vor einer halben Stunde erst auf. Na, ein bisschen länger, aber ja, ist schon interessant. Ja, dein Kind wird die wohl wach halten. Ist nicht zu Hause. Mein Kind ist nicht zu Hause. Ja. Kinder, sie sind so früh draußen. Auf Herbstfrische. Auf Herbstfrische. Bei den Großeltern. Ja, genau, okay. Ja. Was in guten Händen, würde ich sagen. Genau. Nachdem ich deine Schwiegereltern kenne, ja, sage ich in guten, sehr guten Händen. Definitiv, definitiv. Also ich glaube, ja, der Schwiegervater, also der Opa, wird ihm, glaube ich, alles beibringen, was... Ja, könnte halt nur sein, dass der Bub dann Australier wird. Das war vielleicht... Aber wenn es irgendwie freut, soll es mir auch recht sein. Die Kinder, wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Und dass es nicht Rapid-Fans waren. aber sonst ist es wurscht, ja. Du, was wir heute als allererstes machen... Für all diejenigen, die längstens genug von Social Media haben und sie sagen, sie würden uns zwar gern konsumieren und hören und mitkriegen, wann wir was Neues veröffentlichen, aber nicht ständig auf Facebook nachschauen. Wir haben einen Newsletter und da ist es ganz einfach, wenn es auf spielfrei.at gibt, da gibt es dann rechts runter so eine Spalte und da kann man sich eintragen in den Newsletter. Wir spammen euch auch nicht zu. Es gibt wirklich zu neuen Artikeln, neuen Episoden gibt es jeweils einen Newsletter, manchmal zusammengefasst, also das ist nicht öfter als zweimal im Monat, würde ich sagen. Und würde uns greifen, sich da dann versäumt es auch nichts mehr. Und die versäumt nichts mehr, genau. Das ist in der Sidebar, glaube ich, wie es heißt, oder? Sidebar. Ja, ist eine Sidebar. Völlig richtig, ja. In der Sidebar unserer Website. Genau, wo es auch immer die aktuelle Podcast-Folge direkt zum Anhören gibt. Yes. Ja. Das heißt, weil sonst sind wir nämlich dann nicht diesen verrückten Algorithmen ausgesetzt. Und vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also. Genau. Du, heute haben wir wieder eine neue Episode, ein 35. neues Thema. Ja. Episode 35, ah Wahnsinn, schon langsam kommen die Jubiläen. Bisschen dauert es noch. Ja, voll, das ist dann die goldene Episode. Ach, das ist die 50. dran, glaube ich, oder? Ja, und es schaut momentan ja so aus, dass wir da wirklich jetzt da in Krisenschritten drauf zugehen. So ist es. Was ist denn das Thema der heutigen Episode? Heute werden wir uns unter dem Thema österreichische Fremdenlegionäre der Geschichte und Gegenwart österreichischer Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland widmen. Mhm. Das heißt, wir schauen uns an, warum und überhaupt und sowieso, was muss man wissen, warum so viele Fußballerinnen und Fußballer den Weg nach Deutschland gewählt haben und was es für coole Anekdoten rund um das Ganze herum gibt. Jawohl. Zuvor aber natürlich, wie immer, unsere Steinantropiken. Genau. Wir haben was zum Trinken mit. Das Getränk der Episode ist diesmal ein Orangensaft, weil es eben quasi ein Frühstückssetting für uns ist. So ist es. Vor allem die Leute wissen ja nicht, was im Orangensaft drinnen ist. Wir auch nicht. Aber das Schöne ist, wir haben dieses Mal eine Spende bekommen und zwar sind wir eingeladen worden, wenn man so will, auf das Getränk. Und zwar hat das der Dietmar aus Niederösterreich, hat uns das geschickt und hat uns dann gleich, weil er sich gedacht hat, okay, die Jungs schauen durstig aus, hat uns gleich so einen größeren Karton geschickt. Ja, sehr lieb von ihm. Das heißt, wir sind jetzt da, wenn es um Happy Day geht. Happy. Ja. Na, vielen Dank jedenfalls für das Getränk Episode. Danke Dietmar, ich hoffe, das ist auch dein Lieblings-Orangensaft. Er schmeckt sehr vollmundig, finde ich. Auf jeden Fall. Also ich trinke gerne mit Wasser verdünnt, aber ansonsten voller geht es nicht. Ja, würde ich sagen. Ja, bin perfekt. Auf jeden Fall würde ich noch sagen, dieses Getränk der Episode ist halt zufällig gesponsert worden, aber solltet ihr sagen, ihr habt ein Lieblingsgetränk, das wir zwar unbedingt damit trinken sollen, ihr könnt uns gern was zuschicken oder uns auf was hinweisen. Wir trinken alles und kosten zumindest alles. Ja, kosten zumindest alles. Was halt auch Getränke sind. Ja? Genau. Gut. Cool. Soviel zum Thema. Prost. Prost, ja, genau. Wuchtig, fruchtig. Darf ich da gleich eine ganz kurze Anekdote? Also wuchtig, fruchtig, aber so anders, gell? Darf ich da gleich eine kurze Anekdote bringen, die ich einfach großartig gefunden habe? Peter Backholt war ja Trainer bei 1860 München. Der ist mal vom Busfahrer vergessen worden beim Heimfahren, woraufhin er ihm bei nächster Gelegenheit eine aufgelegt hat. Wirklich? Wirklich. Sie haben sich dann zwar wieder vertragen, aber der Busfahrer ist trotzdem ausgekaut worden. Wirklich? Das ist tragisch, verrückt und zugleich extrem österreichisch, finde ich, oder? Die ja, aber bei Österreich. Ich finde die Reaktion nicht angemessen, sage ich jetzt einmal von Herrn Backholt. Ja, bin auch deiner Meinung. Ja? Bin jetzt nicht angemessen. Ja, jedenfalls gibt es jetzt die nächste Rubrik und das sind die großen 10. Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, yeah.
Die großen 10, yes, ja. Und zwar haben wir diesmal die großen 10 Reisedestinationen, Länder, in denen wir gerne als Fußballer leben würden. Profifußballer, ja. Genau. Also wenn ihr zum ersten Mal bei uns dabei seid, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, die großen 10 funktionieren so, der gute Alex und ich haben jeweils zu einem Thema unsere 5 Lieblingsbegriffe, Lieblingsauswahlen oder was auch immer getroffen und wir werfen uns die dann gegenseitig an den Kopf, so wie wir es bei uns in unserem Leben tun, wir werfen uns gegenseitig Sachen an den Kopf. Und das ergibt dann irgendwann die großen 10. Jawohl. Das heißt, heute geht es eben wieder, wie der Alex richtigerweise gesagt hat, um die großen 10 Reisedestinationen. Das heißt, Länder, in denen wir beide als Fußballprofis, wenn wir solche wären, gerne leben würden. Magst du gleich anfangen? Zu ihr anfangen? Ja, bitte gern. Ich starte gleich mit Captain Obvious rein. Das heißt, ich nehme den für mich offensichtliche Wahl und zwar wäre mein Platz 5 England. Ja. Einfach aus dem Grund heraus, ich mag den Fußball, das wissen wir. Das sieht bei dir auch. Ich mag das Wetter, ich mag es nicht, wenn es so heiß ist. Ja. Deswegen, ich habe kein Problem, wenn es regnen würde. Das heißt, das wäre mein Platz 5, wo ich gerne leben würde. Also, wenn es dann heißt, so, can he do it on a Tuesday night in rainy Stoke? Ja, dann das wäre genau meins. Tatsächlich, genau ich habe immer am liebsten gespielt, nicht in Stoke, weil da war ich noch nie, aber ja, an einem rainy Tuesday night. Das habe ich immer gerne. Okay, sehr gut. Was ist dein Platz 5? Ich bin in Platz 5, bin in Mexiko. In Mexiko? Weil das für mich ein sehr faszinierendes Land ist, in dem ich noch nicht war. Und es gibt ja immer wieder Überlegungen, die mexikanische Fußballliga mit der MLS zusammenzulegen. Also mit der US-Liga sozusagen. Nein, ist es gar nicht. Es ist US und Kanada. Ja, also, sie wollen eigentlich eine Kontinentalmeisterschaft machen, mehr oder weniger. Und das wäre sehr spannend, finde ich. Das Land wäre ziemlich cool und könnte man sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ich finde, man weiß auch allgemein als Europäer ganz wenig über den mexikanischen Fußball. Stimmt, ich weiß nur, dass es da Monterrey gibt. Und von Bancomar oder so wird es gesponsert. Bancomar. Also einfach Bancomar, aber Bancomar heißt das Blutdruckmittel. Nein. Okay. Was hast du auf Platz 4? Mein Platz 4 ist, ich würde als Profifußballer gern in Japan leben. Und zwar namentlich in Tokio, weil dann hätte ich nämlich jemanden, also erstmal würde ich Tokio erleben können, was ich glaube ich cool finde. Ja, und gleichzeitig hätte ich jemanden, der sich immer darum schert, dass ich nicht verloren gehe. Weil so stelle ich mir das halt als Fußballprofi vor. Du hast immer diese Teammanager und Teammanagerinnen, die sich um alles kümmern. Das heißt, die zahlen einfach alles und du kannst nicht verloren gehen. In dieser Stelle ist angemerkt, der Teammanager von den Chicago Bulls hat mit Dennis Rodman nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mir kurz die Doku angeschaut. Sehr empfehlenswert, Last Dance, Michael Jordan Doku auf Netflix. Ja. War interessant. So kennt vielleicht unser Doku einmal hasen über uns. Last Dance. Ja. Die letzte Episode. Oder First dann, oder? Dance. Wenn wir gerade über den Teammanager sprechen, ich würde jetzt ja unseren Robert, der bei uns ja die Aufnahmeleitung macht, als unseren Teammanager bezeichnen. Okay. An dieser Stelle danke, Robert, okay. der sich wie immer bei uns um die ganze Aufnahme kümmert. Vielen Dank, ja. Wir waren bei meinem Platz 4, was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist ein bisschen abhängig von der nächsten Wahl. Ich würde eigentlich, also wenn er wiedergewählt wird, würde ich gerne nach Amerika gehen, weil dann ist für Stabilität gesorgt, dann sicher überhaupt kein Problem. Und denke mal, wäre das eine sehr gute Destination, um mal ein bisschen Fußball zu spielen. Nein, tatsächlich, es gibt eine lange Tradition von Österreichern, die nach Amerika zum Kicken gegangen sind. Und das verstehe ich schon irgendwie, weil gerade wenn du eigentlich als Fußballer dort bist, hast du eine super Chance, dass du mal in den jeweiligen Conferences zumindest eine Hälfte vom Land sehr, sehr gut anschaust. Und wenn du dann ein bisschen Pause hast, fliegst du auf die andere Seite. Gerhard Struber, aktuellstes Beispiel, ne? Wechselt als Trainer nach einer sehr kurzen Zeit von Barnsley in die MLS. Ja, und ist dann Trainer von den New York Red Bulls, glaube ich, oder? Ja, oder der erfolgreichste Spieler, glaube ich, ist der Reuer. Ne? Daniel Reuer, ja. Schon ewig bei Red Bull. Genau. New York spielt, ja. Übrigens, wir werden dann nachher noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt eine sehr, sehr, wirklich für mich sehr, sehr schöne Anekdote zum Thema Österreicher in den USA. Okay. Aber über das mehr will ich nicht erfahren. Okay. Was hast du auf Platz 3? Mein Platz 3 ist, ich würde sehr gern in der Pepsi Max Delete Liga spielen. Und zwar ist es die höchste Liga in Island. Einerseits, weil ich das Land extrem gut finde. Also ich finde es extrem spannend. Ich war noch nie dort, weil ich mir das nicht leisten kann noch, weil ich glaube, du kostet da Kapi gespritzt, glaube ich, kostet 45 Euro oder irgendwas. Trinkst du halt nur Wasser. Das würde ich gut finden. Ja. Und dann zweitens würde ich gut finden, in Island zu leben als Fußballprofi, weil es in der Saison nur 22 Spiele gibt. Das ist so anstrengend. Ja, aber ich glaube, verdienstmäßig gibt es Fußballprofis. Ist mir wurscht. Die verdienen also, was ich nehme. Ja, aber du wärst halt Profi, weil das ist ja die Hochvoraussetzung. Genau, ich wäre Profi, genau. Ja, okay. Das heißt, es gibt nur 22 Spiele und, was ich auch noch gut finde, von diesen 22 Spielen hast du zumindest 8 Stadtderbys. Weil es gibt allein 5 Vereine in Reykjavik. Ja, das heißt, wenn ich irgendwann in Reykjavik kicken würde, hätte ich die 22 Mal nur spielen und davon zumindest 8 Stadtderbys. Ja, ist geil, ja. Hat was. Derbys übrigens so Stichwort. Eine unserer künftigen Episoden wird sich um das Thema Fußball-Derby in Graz drehen, ja. Schwarz also, gegen Rot. So ist, ja. Demnächst. Dein Platz 3.
Ich würde nach China gehen. Nach China? Ja, es gibt sicher irgendeine Situation, wo ich dringend viel du Geld brauche. Du isst gern chinesisches Essen. Nein, aber es gibt sicher Situationen, wo ich dringend viel Geld brauche und für richtig viel Geld wechsle ich da dahin. Ja. Also ich kann den Arnautović zu 100% verstehen. Der hat ein paar Jahre, wo er Kohle machen kann, macht es. Das wird schon nicht so schlimm sein, wie das sie gedacht haben. Und ich kann regelmäßig heimfliegen. Gut, jetzt sitzt er ein bisschen fest, aber prinzipiell war das, würde ich das auch so genauso machen. Ich habe gerade dieses Bild von mir im Kopf, wo du in China am Flughafen ankommst, immer diese Willkommensszenen, wo du den Spülern einen Schal umhängen und so weiter. Yeah. Und ich kann mir das einfach extrem gut vorstellen, wenn du in Beijing International Airport ankommst, mit einer riesengroßen Sonnenbrille auf, weil so würde ich dich einfach einschätzen, ja, Profi Fußballer, mit einer riesengroßen Sonnenbrille auf und dann hängt da irgendwer von Beijing irgendwie den Club an Schal um und du bist einfach dann der neue Star in der chinesischen Liga. Finde ich gut. Ja, wird mir gefallen. Was hast du auf Platz 2? Mein Platz 2 ist, ich würde gern in San Marino Fußball spielen. Da war ich schon mal. Du warst schon in San Marino, finde ich gut. Und zwar würde ich gerne in San Marino aus dem Grund spielen, weil es der schwächste Verband in der UEFA ist und damit, glaube ich, keine gute Liga hat und damit meine Chancen. Liga hat, meinst du, oder? Hat er Liga, hat was, er Liga, echt? Doch. Okay. Und damit, glaube ich, meine Chancen, Torschützenkönig zu werden, höher ist als sonst irgendwo. Okay, also du gehst davon aus, dass wenn du Profifußballer wärst, trotzdem noch nicht gut wärst, sozusagen. Natürlich nicht. Ach so, okay. Ich bin davon ausgegangen, dass ich super kicken kann. Nein, also wir haben gesagt, wo man als Fußballprofi leben würde, nicht wo man als guter Fußballprofi leben würde. Okay, verstehe. Und was natürlich auch dafür San Marino spricht, du kannst schöne Wochenendausflüge nach Italien immer machen. Das ist natürlich richtig. Das heißt, das kann ich mir richtig gut, richtig gut vorstellen. Ja, das hat was, ja. Gut. Platz 2. Da wiederholen wir uns das erste Mal. Oh. Und zwar habe ich auch Island. Oh, schau. Ja, weil ich natürlich gleich recherchiert wie du. Und einerseits ist das nicht so aufwendig. Andererseits, was mir aber auch dankt, jetzt sind extrem coolen Stadien in Island. Mhm. Das Land wird mir dankt. Mhm. Und weißt du, ich habe sie so ein bisschen mit meinen Nachnamen ändern. Und hat mir dann so gedacht, so Stegesson oder so, das ging halt. Ja. Stegesson, das hat mir dankt. Ja. Aber ich glaube, du bist ein Mensch, der extrem fasziniert ist von Geysiren. Definitiv. Ich glaube, du könntest extrem viel Zeit damit verbringen, Geysire anzuschauen. Ja, da ein bisschen mit dem Fußball durchtreppeln. Und jedes Mal, wenn du dann mit deiner Frau und mit deinen Kindern dann dort bist, und jetzt, wenn dieser Geysir hochfährt, bist du immer hellauf begeistert. Schau schon wieder. Ja, da ist einer, Schau, das steht auf, das ist da hoch. Das ist richtig. Ich glaube, du könntest, vielleicht fahre ich mit dir mal an einen Geysir. Ah, das war nett. Das wäre schön. Das wär schön aus. Zu meinem Geburtstag vielleicht. Zu meinem Geburtstag, ja. Wenn wir wieder reisen dürfen. Ja. Nach dem Ganzen. Ach Gott. Scheiß Corona. Platz 1. Mein Platz 1 ist Portugal. Aus zwei Gründen heraus. Ja. Erstens einmal finde ich den Fußball dort sehr, sehr attraktiv. Es gibt coole Derbys, es gibt coole Spiele, coole Vereine. Und das wäre dann ultimativ die Station, wo ich dann gleich dort bleibe. Mhm. Am Ende meiner Karriere. Oh, das ist nach Portugal. Ja, das Einzige, was du eindeutig dagegen sprichst, ist, dass das viel zu heiß ist für dich. Na, aber im Atlantik ist es voll okay. Es ist nicht so heiß wie zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel direkt drauf, irgendwo in Spanien. Ja. Und der Atlantik bläst immer ein bisschen kalt einer. Ja. Und deswegen so ein kleines Heißerl irgendwann da an der Algarve oder auf da, wo der Cristiano herkommt. Wo ist das schon? Madeira. Ja. Das wird man, glaube ich, schon danken. Dann war es natürlich jeder treue, spielfreie Zuschauer, Zuschauerin oder Zuhörerin, dass ich fließend Portugiesisch spreche. Glaubst halt, ja. Und ich glaube einfach, das Portugal wäre für mich das Optimale. Okay, ja, herzlich passend. Was schafft es bei dir auf Platz 1? Ich muss in eines der Fußballmutterländer, und zwar nach Italien. Weil ich glaube, als Fußballprofi in Italien, das ist ein Leben, das kann sensationeller kaum sein. Ich habe da halt immer im Kopf so den römischen Gott, quasi Totti, der da seine Karriere in Rom verbracht hat und tut jetzt wahrscheinlich Zeit seines Lebens nirgendwo mehr Götterschlaus packen muss. Ich glaube tatsächlich auch, ja. Ich glaube, dass der einfach überall einklauen wird. Fix, ja. Und ich glaube, dass das echt eine nette Stadt ist zum Leben. Hass im Sommer. Ah ja, mir stört das ja nicht so. Ja, du bist ja. Du, wir haben ja gesagt, ein Sommermensch. Nachdem wir die großen 10 fertig haben, haben wir noch gesagt, wir überlegen uns jeweils, wo wir den anderen sehen werden. Jetzt, wo würdest du denn mich sehen als Profifußballer? Ich würde dich sehr gern in Zentralasien sehen. Oh ja? Ja, weil ich einfach glaube, dass du in Zentralasien, zum Beispiel in Usbekistan, dem Spiel dort sehr deinen Stempel aufdrücken könntest. Ja. Ein sehr, sehr physischer Fußball. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass du dort einfach ein sehr bunter Hund wärst. Und vielleicht dann gleich dort nach deiner aktiven Karriere als Trainer weitermachst. Und zum Beispiel das Nationalteam von Tadschikistan übernimmst. Okay. Ja. Würde ich auch gut finden. Ja, es hat sich nicht so schlecht an. Ja, ich sehe die. Abgesehen von der Hitze sehe ich die eigentlich nur in einem Land und das ist Brasilien. Brasilien? Ja, dass denen einmal zeigt, wie das Fußballspielen wirklich geht. Ja. Und du zusammen mit ganz vielen Brasilianern, das stelle ich mir extrem geil vor, wie ihr dann alle zusammen kombiniert. Einfach, weil ich halt auch davon ausgegangen bin, dass du dann ein richtig guter Kicker bist. Achso, das habe ich nicht davon rausgegangen. Ja, nein, wohl, ich hätte das schon zu tun. Aber in Brasilien, das sicher dir, ja. Ist zwar ein Land, das sehr gebeutelt ist von einer
gesellschaftlichen Polarisierung, aber ich glaube, wenn es um den Fußball geht, da ziehen es dann wieder alle an. Ja, an bis auf das, dass es halt, glaube ich, so Ausschreitungen gibt, wie es kaum woanders gibt. Aber sonst, ja. Ja, cool. Das waren die Kosten 10. Das heißt, wir müssen Reisepass erneuern und dann starten wir unsere Reisen. So ist, ja. In uns die Fußballwelt. Demnächst geht's los. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Genau. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Das ist nämlich eine Fangfrage, eine einfache. Mhm. Was haben Sebastian Brödel, Bruno Betzer, Franz Wohlfahrt, Hans Schmidratner und Emanuel Pogat jetzt gemeinsam? Sie sind alles Österreicher. Sie sind alles Österreicher und? Haben alle Fußball gespielt. Haben alle Fußball gespielt. Und warum Fußball gespielt? In Deutschland. In Deutschland, genau so ist es. Und zwar reden wir heute über das Thema österreichische Legionäre in Deutschland. Mhm. Und man möchte meinen, aber es ist keine Überraschung, diese geografische Nähe hat dazu geführt, dass dieses Thema ein sehr, sehr lange schon ist. Das heißt, es gibt schon ewig lang österreichische Fußballer in Deutschland und im Moment sind wir sogar an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich komplett den Peak erreicht haben. Mhm. Wenn man sich die Reisedestinationen österreichischer Fußballer anschaut, ist Deutschland mit Abstand auf Platz 1 der Reisedestinationen. Das heißt, aktuell gibt es 180 österreichische Fußballer und Fußballerinnen, die in Deutschland spielen. Okay, in Profiligen? Nein, insgesamt. Okay. Das heißt, wir haben immer mehr Fußballer, die sogar in den Regionalligen in Deutschland, in den Nachwuchsteams und so weiter spielen. Mhm. Wir haben mittlerweile 32 österreichische Profis in der Herren-Bundesliga. Das heißt, die Österreicher stellen den größten Block an Legionären im Ausland. Das ist in Deutschland? In Deutschland. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und es geht ewig weit zurück, aber das will ich ein bisschen später erzählen. Okay. Wer hat die meisten Einsätze in Die meisten Einsätze, ja. Das ist tatsächlich ein Spieler, den wir mittlerweile schon seine ganze Karriere schon mitverfolgt haben, nicht? Richtig. Der David Alaba. Genau, seit kurzem hat er den an die Herzog abgelöst. Er ist, glaube ich, erst 4 Spiele her oder so, dass er den Rekord vom Herzog eingestellt hat, ja. Ich habe gesagt, aktuell haben wir zwar allein in der deutschen Bundesliga, in der deutschen Herren-Bundesliga 32 Spieler. Das hat sich wirklich in den letzten Jahren massiv gesteigert. Es waren in der Saison 2008, 2009 waren es noch 6. Und wirklich von dort weg hat sich immer konsistent durchauf gesteigert und mittlerweile sind wir bei 32 Spielern. Ja, sehr wenig. Das heißt, wir haben, glaube ich, vor kurzem erst ein Länderspiel gehabt, wo die gesamte Startelf aus deutschen Bundesliga-Legionären bestanden hat. Das ist übrigens noch gar nicht so lange her, dass es das erste Mal gegeben hat, dass es ein Nationalteam-Elf gegeben hat, wo niemand aus der österreichischen Bundesliga spielt. Ich glaube, erst 2014 oder so das erste Mal passiert. Ja. Warum glaubst du, zieht so viele Österreicher nach Deutschland? Naja, da gibt es natürlich viele Gründe. Die geografische Nähe ist natürlich ganz klar entscheidend, sage ich mal. Ja. Du kannst, wenn du jetzt vor allem in München bist, super auch wieder zurückkommen. Wenn du frei hast, es ist Fußball, der Stellenwert von Fußball in Deutschland ist massiv. Es gibt 3 Profiligen. Das macht natürlich auch wahnsinnig viel aus. Selbst die 3. Liga ist sensationell aufgestellt. Die 2. Liga hat Zuschauerschnitte, wovon die österreichische Bundesliga nur träumen kann. Ja. Ich meine, wenn ich gerade eingrätschen darf, wenn man das angeschaut, knapp 20.000 Zuschauer hat die 2. deutsche Bundesliga. Und dann überlegst du natürlich wirklich, gehst du jetzt her und spielst du bei uns? Oder gehst du wirklich den Sprung, unabhängig vom Gehalt, aber gehst du in eine Liga, wo du einen HSV hast, der über 40.000 Leute im Schnitt hat, damals die Kölner, wie es in der zweiten Liga waren, mit über 40.000 oder, keine Ahnung, ein Verein wie Bochum, natürlich lebst du in Bochum, also eine andere Geschichte wieder, aber wo immer noch 17.500 Leute im Schnitt in der Spielkultur. Du, für mich ein super Beispiel war ja der Christopher Trimmel, der ist seinerzeit wieder von Rapid weggegangen, ist fast belächelt worden, weil er in die zweite Liga zu Union gegangen ist, Union Berlin. Und mittlerweile ist er dort Kapitän, spielt Bundesliga und ich sag mal, das Leben in Berlin, das wird schon auch passen. Ja. Und bevor er dann vielleicht, ohne jetzt österreichischen Bundesliga zu nahe treten zu wollen, aber bevor er jetzt den Alltag spielt oder so, ist vielleicht zweite Liga in Deutschland schon wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja. Und dann begleitest du wirklich noch so ein Projekt, wie es bei Union Berlin ist und dann plötzlich bist du als Kapitän in der Bundesliga-Mannschaft. Ja, sicher. Also wirklich, ich glaube, wenn man namentlich zum Beispiel den Christopher Trimmel hernimmt, muss sagen, okay, auf die Schulter klopfen und sagen, Herr Trimmel, du hast alles ungefähr alles richtig gemacht, was du richtig hast machen können. Genau. In einem Kultverein zu einer Kultperson zu werden, ich glaube, der wird irgendwann mal seine Schuhe in den Nagel hängen und sich denken, aber richtiger guter Ride. Und das zieht sich ja durch, nicht? Weil ich habe mir ja lustigerweise aufgeschrieben unter der Rubrik immer eine Teletext-Nachricht gut, Doppelpunkt Harald Czerny, ja. Weil der hat es bei den Löwen bei 1860 München auch geschafft, zum Rekordspieler zu werden. Ja. Der hat die meisten Spiele als Legionär bei 1860 hingekriegt, absolute Kultfigur dort. Hast du gewusst, dass Harald Czerny deutscher Meister geworden ist? Nein, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. War der irgendwie so in der
im weitesten Sinne so wie der Arnautovic Champions League Sieger gewonnen ist? Er hat gespielt. Weißt du, mit wem Harald Czerny deutscher Meister geworden ist? Er kann nur mit den Bayern gewesen sein. Mit dem FC Bayern München. Ja. Harald Czerny ist 1994 mit dem FC Bayern München deutscher Meister geworden. Das ist lustigerweise ist war aber bis zum Ende der Saison nicht mehr beim Verein. Mhm. Hat den Verein im Winter verlassen, 1993, okay. Ist dort nach Österreich zurückgegangen. Mhm. Ich glaube, es hat Mira, wenn ich es jetzt ungefähr richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ist nach Österreich zurückgegangen, aber ist trotzdem deutscher Meister geworden, weil in der Herbstsaison damals gespielt hat. Aber wie du es lustigerweise dann sagst, Legende ist er dann aber beim Stadtrivalen geworden. Ja, genau. Ist er dann bei 1860 geworden. Ja, und man muss natürlich sagen, es ist schon ein bisschen, dann ist es doch ein bisschen Arnautovic-mäßig, nicht? Weil du bist zwar eigentlich offiziell führst den Titel, aber du hast halt vielleicht nicht so viel dazu beitragen. Genau, aber zumindest hat er gespielt. Ja. Zumindest hat er gespielt. Du hast ja schon gesagt, David Alaba hat Platz 1 mittlerweile mit knapp 270 Bundesligaspielen in Deutschland, yes. Hat den Andi Herzog überholt. Wenn man sich dann die Liste danach anschaut, der Österreicher mit Bundesligaspielen, muss man sagen, stoßt man auf sehr, sehr viele, sehr, sehr illustre Namen, mhm. Wo viele von denen man aktiv noch miterlebt haben. Zum Beispiel Martin Stranzl auf Platz 3 mit seinen 258 Spielen, der sehr, sehr viele von denen für 1860 gespielt hat. Dann auch Gladbach, für Gladbach natürlich sehr, sehr viele. Dann kommt man auf Platz 5, haben wir dann den Harald Czerny, Martin Hanek ist in den Top 10, Julian Baumgartlinger mittlerweile, Zlatko Junuzovic und eben auch zum Beispiel ein Spieler wie der Bruno Betze. Mhm. Und ich glaube, du bist ja auch in dem gleichen Alter. Ich glaube, für dieser Bruno Betze so ein Namen, den kennt man einfach, weil es den immer erwähnen. Es gibt Preise, die heißen so nach ihm benannt. Ja. Man weiß von der älteren Generation Bruno Betze, wo man selbst nie miterlebt hat. Mhm. Aber wenn man sich ein bisschen die Karriere von Bruno Betze anschaut, das war schon sehr beeindruckend. Schon beeindruckend, muss man sagen. Also 255 Spiele absolviert und die hauptsächlich für Frankfurt und für generell Bayern. Ist interessant zu beobachten, wenn man diese Dauerbrenner sozusagen beobachtet, der deutschen Bundesliga, dass kaum jemand in Österreich lang gespielt hat. Ja. Also die meisten, die da wirklich viele Spiele spielen, die waren gleich einmal zu gut für da. Ja. Sonst geht sich das auch nicht aus. Cool. Dann habe ich noch was aufgeschrieben unter dem Titel GOAT, Greatest of All Time, ein Zitat. Wenn es reden wollen, müssen Staubsaugervertreter werden. Wer könnte das gesagt haben? Wenn es reden wollen, müssen Staubsaugervertreter werden. Mhm. Ernst Happel. Richtig. Und GOAT ist er deswegen, weil er es geschafft hat mit dem HSV, mit dem HSV wohlgemerkt, den Cup der Cupsieger zu gewinnen. Ja. Und auch Landesmeister-Cup. Und Landesmeister-Cup, genau. Also, also wirklich beeindruckend, dass man das mit dem HSV seinerzeit geschafft hat oder generell was für eine Laufbahn der HSV eingenommen hat. Weil mittlerweile blamieren sie sich ja regelmäßig in der zweiten Liga. Und ja, haben wir da einen sehr interessanten Trainer-Export gehabt mit dem Happel. Ich möchte zwei sehr, sehr interessante Personen mit dir teilen. Jawohl. Jetzt würde es mich interessieren, ob du die beiden kennst. Mhm. Und zwar bin ich in meiner Recherche auf einen Namen gestoßen, und zwar Wilhelm Huberts. Habe ich noch nie gehört. Und jetzt haben wir beide uns schon sehr viel mit Fußball beschäftigt. Dann haben wir gedacht, schau, den Namen habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Vielleicht kennen den auch sonst viele nicht, habe ich mir gedacht. Weil wir kennen uns doch mit Fußball, wir kennen viele Fußballer nicht. Weil ich bin auf diesen Wilhelm Huberts gestoßen, weil der auf Platz 8 ist dieser ewigen Rangliste. Der hat 213 Bundesligaspiele gemacht, 67 Tore und ist insgesamt auf Platz 89 der Legionäre in der deutschen Bundesliga. Das heißt, der hat 213 Spiele gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen auf die Suche gemacht nach der Vita von Wilhelm Huberts und bin auf ein sehr, sehr interessantes Leben gestoßen. Ja, bitte. Darfst du kurz erzählen? Ja, sowieso. Extrem spannend gewesen. Geboren ist der Herr Huberts 1938 in Voitsberg. Ah, Steirer. Ein Weststeirer. Und der hat seine Karriere beim ASK Voitsberg begonnen, also beim hiesigen Verein. Ja, gibt es ja nach wie vor, ja. Und hat spricht nicht für mich, die gleiche Position begleitet, mit der ich angefangen habe, und zwar war er Libero. Aha. Und der Wilhelm Huberts ist dann 1954, also im Alter von 16 Jahren, von Voitsberg zum GRK gewechselt und hat dann beim GRK gespielt. Und jetzt kommt ein wilder Ride. Jetzt kommt sowas, wo, wenn du sagst, wenn das ein Film wäre, wäre das ein ziemlich harter Schnitt oder eine harte Wendung. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1959. Der GRK, aus welchen Gründen auch immer, war für mehrere Testspiele in New York. Mhm. Das habe ich, hab ich mir jetzt nicht so reinfallen lassen, das ist genauso passiert. Ja? 1959 war der GRK für mehrere Testspiele in New York. Und dort hat der GRK unter anderem ein Spiel gehabt und gegen die New York Hungarians. Okay. Also die New York Ungarn. Ja. Und da ist der Wilhelm Huberts so aufgefallen, dass er dann von den New York Hungarians gescoutet worden ist und im Jahr 1959
in die USA übersiedelt ist und dann dort bei den New York Hungarians gespielt hat und dort unter anderem Torschützenkönig geworden ist in der Liga dann. Aha. Dann war er bis 1962, war er dann in den USA drüben, bis dann irgendwann sein Manager zu ihm gesagt hat, und damals hat er auch schon so blöde Berater gegeben, hat gesagt, was, die Liga ist einfach zu schwach. Und der Wilhelm Huberts ist dann nach Europa zurück und ist zum AS Rom gewechselt. 1962, hat dann 62 beim AS Rom gespielt, mhm, und ist dann ein Jahr drauf, also er war nur ein Jahr in Italien, ist dann ein Jahr drauf zu Eintracht Frankfurt gewechselt, mhm, war damit der erste Österreicher in der deutschen Bundesliga. Okay. Weil 1963 war die erste Bundesliga-Saison, mhm, und er war nur einer von vier Legionären überhaupt in dieser Saison in, mhm, Deutschland. Das heißt, es hat nur vier Legionäre gegeben und er war einer von diesen vier. Na bitte, das ist eine spannende Geschichte. Ja. Und hat dann ewig viele Spiele dann eben dort gemacht für Eintracht Frankfurt und ist dann eben noch zu Austria zurück, wieder 1970 nach Österreich zurückgekommen ist und hat dann seine Karriere beim GRK beendet. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Namen nicht gekannt. Nein, gar nicht. Ja. Und dass es einen österreichischen Fußballer gegeben hat, der von den New York Hungarians gescoutet worden ist, weil der GRK mehrere Testspiele in New York gespielt hat, hat mir extrem taugt. Ja, sagen, sehr coole Geschichte. War dann unter anderem ein Trainer in Kapfenberg, Leum und beim LASK. Schauen, ja, na, echt interessant, oder? Dass der so unbekannt ist, zumindest für uns. Ja. Stefan, wir kommen natürlich nicht herum, wenn wir um Deutschland sprechen, dass wir auch das Enfant terrible des österreichischen Fußballs mal kurz anschneiden. Konrad Leimer natürlich, ja. Der Spieler mit den meisten Ecken und Kanten, wie ich jemals gesehen habe. Nein, es geht natürlich um Marko Arnautović, ja. Sensationell, als wie er selbst gesagt hat, und damit ist es eigentlich auch schon losgegangen, ist er als Champions League-Sieger von Inter zu, oder eigentlich war er ja nicht bei Inter, war eigentlich, ich glaube, bei Twente und verliehen nach Inter, mhm, und dann ist er von Twente zu Bremen gegangen, so irgendwie, glaube ich, war es, ja. Und ja, was soll man sagen, ich glaube, das größte Hindernis für seine Karriere war eindeutig, dass er halt die gleiche Sprache gesprochen hat, wie alle, die dort leben. Man hat also alles verstanden, was er so gesagt hat. Ich mag den Punkt. Ich glaube, man hat es auch gesehen, er hat sich dann in England wesentlich leichter getan. Ja? Wobei, da ist er auch wieder älter geworden. Und man darf, ja, glaube ich, tatsächlich das Älterwerden nicht unterschätzen, aber ich mag den Punkt extrem, dass es ein Vorteil ist, wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst. Ja, das ist meine Meinung. Ja. Aber man muss sagen für das, dass der Marco überschaubar lange in Deutschland gespielt hat, mhm, hat er trotzdem einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, und was er aber schon gemacht hat, und das merkst, kommt man vor, bei allen Moderatorinnen und Moderatoren, die wir am Sprechen, früher hat man immer nur vom Enfant terrible gesprochen. Mhm. Jetzt ist in dieser ganzen Erzählung immer auch ein bisschen so der Turn. Ja, das Sie stimmt, sagen, ja, das Enfant terrible damals bei Bremen, der aber, und das hat einfach mit seiner Leistung dann in den darauffolgenden Jahren, wo auch immer er gespielt hat, er hat seine Karriere doch viel rausgeholt aus dem Ganzen. Ja, ganz klar. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Er ist einer der begnadetsten Kicker, ja, aller Zeiten, ja, zumindest aus österreichischer Sicht. Ja. Und aber so wie du sagst, es ist halt wirklich, wenn du dann so in seiner Prime-Phase erlebt hast in Deutschland. Wo er Leben kaufen wollte. Ja. aber er hat, das haben wir beim Punkt Bremen, nicht? Bremen ja mit einer wahnsinnigen Österreicher-Tradition. Ja, absolut. Von den Herzogs über die Pfeifenbergers bis zu den Brödels und jetzt der Marco Friedl und wie soll er heißen, ne? Also die dürften Zlatko natürlich, ja, die dürften wirklich an Fable haben für ihre Ösi-Kicker. Das schaut so aus, ja. Und dann gibt es natürlich noch einen Kicker, der mir besonders wichtig ist, der zwar nur kurz oder verhältnismäßig kurz in Deutschland gespielt hat, aber sensationelle Karriere an den Tag gelegt. Und zwar? Der Alex Manninger. Das ist absolut richtig, ja. Für mich eins der größten Rätsel des, sagen wir mal, der österreichischen Berichterstattung, wie jemand, der so ein Vita hat wie der Alex Manninger, und man, da sind Destinationen wie Juve oder wie Arsenal dabei, ja, Liverpool, wo er auch wirklich gespielt hat, ja, mhm, und nicht nur ein Bankeldrucker oder so war, wie jemand wie der so übersehen wird von den traditionellen Medien, sage ich mal, ja. Und der hat ja den Augsburg auch richtig, richtig abgeliefert. Und für mich einfach ein beeindruckender Goal, mhm, mit einer beeindruckenden Vita und der sensationellen Persönlichkeit. Mhm. Also cooler Typ. Jetzt haben wir so sehr starke Persönlichkeiten. Jetzt haben wir den Marko Arnautović, jetzt haben wir den Alex Manninger. Wer ja auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit war Toni Polster. Ja. Unser Toni, der es polstern lassen hat. Der es polstern lassen hat, hat ja wirklich eine beeindruckende Karriere auch in Deutschland hingelegt. Der hat in seinen 181 Bundesligaspielen 90 Tore erzielt. Mhm. Ist damit auf Platz 13 der ewigen Torjägerliste, wenn es um Legionäre in Deutschland geht, in der deutschen Bundesliga. Platz 1, mittlerweile Robert Lewandowski, mhm, war auf Platz 13 findet sich Toni Polster, ja, der für die Kölner, ja, und dann in einer Saison auch für Gladbach wirklich sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Übrigens sehr spannend, ich habe in einem Gespräch mit einem ehemaligen Fußballer, der hat mir erzählt, dass
Toni Polster offensichtlich in der Zeit, in den 90er Jahren, wo dann immer mehr Fußballer nach Österreich, nach Deutschland gegangen sind, sich unfassbar stark um die ganzen Kicker gekümmert hätte. Mhm. Also der wäre sehr, sehr starke Vaterfigur gewesen für sehr viele österreichische Legionäre, schon, die in den 90er Jahren nach Deutschland gegangen sind. Der hätte sich wirklich proaktiv bei denen gemeldet und sagt, schon her, der und die Tipps kannst geben, auf das musst du ein bisschen aufpassen, so und so dickt das Ganze. Und der soll eine sehr, sehr integrative Figur gewesen sein, also eben in den 90er Jahren. Ich kenne ihn den haben wir immer Urlaub gemacht im Sommer. Kann mich erinnern, in der Sioux City, im Indianerdorf. Wo auch immer, im Schwimmbad natürlich auch und echt extrem bodenständiger, lässiger Typ gewesen immer. Oder auch seine Trainerkarriere, ich glaube, dem war das jetzt nicht so wichtig, dass er Bundesliga-Trainer wird, sondern der hat ja mit der Wiener Viktoria angefangen. Ja. Ne? Nein, auch mittlerweile, er war ja ganz nach seiner aktiven Karriere, war er ja Präsident beim Verein nahe Köln. Okay. War dann ja, glaube ich, auch Sportmanager oder Sportdirektor bei Austria auch dann, wo er sich da mit dem Stronach überworfen hat dann danach und so weiter. Aber weil du gerade gesagt hast, er hat Urlaub gemacht in Anger, du merkst ja, wie sich die Zeiten in gewisser Hinsicht verändert. Damals wieder Toni Polster Urlaub in Anger gemacht. Ja, vielleicht. Nicht falsch verstehen, Anger ist eine sehr lebenswerte Marktgemeinde in der Oststeiermark. Aber er hat im Medianerdorf in Anger Urlaub gemacht. Ja. Und ja, die Zeiten verändern sich. Ja, die Ansprüche sind gestiegen. Ansprüche sind gestiegen. Wer weiß, oder? Ja. Vielleicht müssen wir diesen Marco einmal schmackhaft machen. Aber vielleicht ist einfach irgendeine Südseeinsel des Anger des 21. Jahrhunderts. Ja, ich weiß nicht. Kommen wir lieber zum nächsten Kicker. Was glaubst du? Okay, du hast noch einen Kicker. Ich habe noch einen Kicker und den möchte ich natürlich noch ganz kurz in das Rampenlicht stellen. Und zwar geht es um den Glieder-Ede. Der Glieder-Ede. Was macht denn der Glieder-Ede? Ja. Der hat es nämlich geschafft, mit 34 Jahren aus Bashing zu Schalke zu wechseln. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass seitdem bei Schalke ein bisschen bergab gegangen ist. Ja. Also wir haben sehr, sehr viele kultige Kicker drüber gebracht. Der hat bei Schalke ja wirklich nur getroffen. Hat bei Schalke getroffen. Wenn wir bei Schalke sind, reden wir von einem Guido Burgstaller. Ja. Der, was da genauso wie in die gleiche Kernschlag, der natürlich bei Rapid gespielt hat. Und da brauchen wir nicht reden. Rapid ist ein respektabler Verein, überhaupt auch international. Man kennt Rapid. Ja, okay. Aber wechselt dann in die deutsche Bundesliga, spielt dann bei Schalke, spielt jetzt bei St. Pauli. Mhm. Ist zu einem Kultverein gewechselt und ist jetzt Stürmer bei St. Pauli. Die Jungs haben teilweise treffen gute Entscheidungen. Eine Frage habe ich an dich. Ja, bitte. Was glaubst du, wir haben jetzt diese Liste, sind wir schon ein bisschen durchgegangen mit der Anzahl der Spielen und wir haben natürlich, wenn es um die Erfolge geht, gibt es einmal den David Alaba und dann kommt einmal viele Jahre lang nichts oder Lichtjahre lang nichts, weil der David Alaba allein mit seinen neuen Meistertiteln, der mittlerweile hat 6-mal deutscher Pokalsieger. Wer glaubst du von den aktuellen Fußballern, und ich muss mich an dieser Stelle wirklich ein bisschen entschuldigen, dass es in dieser Episode sehr wenig um den Frauenfußball in Deutschland geht. Ja. Das muss man natürlich auch sagen. Wir haben eine riesengroße Tradition an schon, Frauenfußball in Deutschland draußen. Ob das jetzt die Vicky Schnaderbeck oder wer auch immer ist. Wir haben so viele, die Manuela Zinsberger, glaube ich, bei den Bayern, glaube ich, gespielt hat. Ja. Aber wir haben eine riesengroße Tradition und das werden wir auch nachreichen. Mhm. Da braucht man nicht rein. Nur haben wir jetzt einfach diesen Fokus jetzt da gewählt, dass wir ein bisschen Anekdoten dreschen von früher. Mhm. Aber einen Blick möchte ich mit dir in die Zukunft werfen. Und zwar, wer glaubst du von den aktuellen Bundesligaspielern oder vielleicht auch von den aktuellen österreichischen Bundesliga-Spielen. Ja. Kann einer deutschen Bundesliga zukünftig einen Stempel aufdrucken? Oder wer, glaubst du, stoßt in solche Sphären vor von Spielen, 250 Spiele zum Beispiel? Jetzt schon in Deutschland spielt. Der jetzt zum Beispiel in Deutschland spielt schon von den Legionären. Mhm. Also da kann ich mir jedenfalls den Conny Leimer vorstellen. Der wirkt so, als ob er so ein Dauerbrenner sein könnte. Ich hoffe ganz stark, dass sich der Lazaro nach seiner Verletzung wieder da fängt und spielt, weil ich einfach cool finde, was der für Spiel spielt. Es ist echt interessant, was der von den Positionen her für einen Werdegang hat. Und wenn der jetzt so als wirklich modernster Außenverteidiger zum Beispiel aufläuft, das hat auf jeden Fall was. Aus der österreichischen Bundesliga, da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Natürlich geht der Blick dann gleich mal Richtung Sturm 11. Ja. Und wenn ich da so durchschaue, da habe ich sicher, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht so das Potenzial, dass da jemand dabei ist, der so aussticht, wie zum Beispiel Sebastian Brödel. Mhm. Nicht? Weil, wie der Sebastian Brödel in Graz gespielt hat, da hast du einfach gemerkt, okay, das ist so ein Potzen-Innenverteidiger, der wird seinen Weg machen. Und der hat seinen Weg gemacht, wirklich beeindruckende Karriere. Was sagst denn du? Hast du eben? Ich habe auch ganz stark Konrad Leimer auf Platz 1. Also ich glaube einfach, also ich halte den für im Kopf richtig fit für die Bundesliga und auch so was im Spiel her. Ich glaube, ich traue dem zu, dass der wirklich sich bei jedem Bundesliga-Verein durchsetzen könnte. Sogar glaube ich beim FC Bayern, dass er eine Rolle spielen kann. Mhm. Glaube ich wirklich. Okay. Und wenn man vielleicht für die Bayern es nicht ganz reicht, dann zumindest für die zweite Reihe. Mhm. Dass das ein Sechser, ein Achter sein kann,
bei Dortmund oder wo auch immer. Ja. Er ist jetzt bei Leipzig. Für her geht es dann eh nicht mehr bis zu den Bayern auf. Aber ich glaube, wenn der nicht zum Beispiel die Lust kriegt, seinen Spanischkurs aufzufrischen, um in die La Liga zu gehen oder was auch immer, in die La Liga. In La Liga zu gehen oder keine Ahnung, irgendwann einmal ein cooles Angebot aus England kriegt oder was auch immer, glaube ich, dass er Konrad Leimer wirklich da vordringen kann in diese Sphäre. Ja, und sehr gespannt bin ich halt auch, wenn es um die Themen Christoph Baumgartner geht, der natürlich jetzt bei den Hoffenheimern einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Wirklich auch Nationalspieler. Und Xaver Schlager für mich halt auch so, der sehr, sehr wertgeschätzt wird, der in vielen Fachzeitschriften ja als das Herz und die Lunge gleichzeitig, weil oft einmal hat man Herz, Hirn und Lunge ja getrennt und der ist ja bei Wolfsburg wirklich im schlimmsten Fall auf Herz, Lunge, Hirn, fast alles in einem. Und ich glaube einfach, auch Xaver Schlager kann sehr, sehr, gut sein. Gut. Ich habe noch, ich möchte aufhören mit einem Quiz. Ja, es ist kein Quiz. Es ist einfach nur die drei Fragen, die. Ein Word-Rap. Nein, es ist auch kein Word-Rap. Okay. Und zwar sage ich dir, ich sage dir jeweils zwei Vereine und du musst mir instinktiv sagen, wohin du gehen würdest. Okay. Das heißt, wir schließen wieder. Meine deutsche Professorin, meine ehemalige, wäre froh, wenn ich jetzt so quasi den Bogen schließe vom Beginn der Episode. Wo reisen wir hin als Profi bis hin zum Schluss? Bayern. Deine destruktive Order ist nicht so, immer vorteilhaft, sagen wir mal so. Lieber Alexander, LASK oder HSV? LASK. Jan Regensburg oder Ried? Regensburg. Rapid oder St. Pauli? St. Pauli. Gut. Das war schon. Das heißt, du gehst LASK und nicht HSV? Ja. Warum? Ich kann es nicht genau erklären, aber Hamburg ist ja immer so eine beliebte Urlaubsstadt aus österreichischer Sicht. Und ich glaube, allein das, dass ich weiß, dass es ein beliebtes österreichisches Reiseziel ist, schreckt mich schon ab. Okay. Ja. Jan Regensburg oder Ried, warum? In Ried war ich schon. Das habe ich schon gesehen. Jetzt will ich Regensburg sehen. Jetzt will ich Regensburg sehen. Okay, da war ich nicht, da muss ich hin. Und bevor ich zu Rapid gegangen bin, hörte ich auf zum Fußballspielen. Ja. Ganz einfach. So hat der Kinzel sein, das hast du so schön gesagt. Ja, Mario Kinzel, Sturmlegende. Ja. Gut, in diesem Sinne. So viel dazu. Vielleicht noch kurzes. Ein Programmhinweis heute um 20.15 Uhr auf OF2. Weiß ich nicht, was läuft, aber bestimmt irgendwas Nettes. Hans Moser reitet wieder. In unserer nächsten Episode haben wir wieder einen Studiogast bei uns. Und zwar werden wir mit unserem spielfreien Kollegen und Historiker. Redaktionshistoriker. Mit dem Dr. Ronald. Werden wir uns über das Thema Fußball im Dritten Reich unterhalten. Mhm. Das heißt, welche Rolle hat der Fußball eben in den 1930er, 1940er Jahren? Für unsere Herausforderung, da müssen wir die spieligen Schmähs ein bisschen zurückdrehen. Genau, da müssen wir, aber das werden wir meistern. Wir freuen uns schon, das wird auch in absehbarer Zeit kommen. Wie der liebe Alexander schon gesagt hat, nutzt bitte unseren Service des Spielfrei-Steilpasses. Das ist der Newsletter. Aber heißt Spielfrei-Steilpass, weil klingt besser. Ja. Findet ihr auf unserer Website. Ja. Und dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Ansonsten haben wir jetzt noch die Möglichkeit für so eine tolle Einblendung, nämlich hier, und zwar redaktion@spielfrei.at, wenn es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder so gibt. Wir garantieren dann für nichts, aber wir hören es uns gerne an. Ja. Und ansonsten schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt sportlich. Wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.